Hallo Kinder, schön euch wiederzusehen. Oh, ganz schön staubig hier. Oh nein, meine Murmeln. Das bringt mich auf eine Idee. Wir könnten mit einer Murmel ein Bild von einem Spinnennetz machen. Oh ja, das machen wir. Ihr braucht eine Murmel und einige Sachen aus den Bastelkisten. Ein Tablett, etwas buntes Papier, einen Dudelsack. Ich glaube, den brauchen wir doch nicht. Und etwas weiße Farbe. Also, wenn ihr ein Spinnennetz wie das hier machen wollt, nehmt ihr zuerst euer Tablett und legt das farbige Papier in die Mitte. Am besten nehmt ihr das dunkle. Dann nehmt ihr eure weiße Farbe und macht einen Kreis mitten aufs Papier. Ungefähr so. Das macht ihr direkt mit der Flasche. Jetzt kommt der lustige Teil. Nehmt eure Murmel, legt sie mitten in den Kreis und lasst sie rollen. Sieht doch aus wie ein Spinnennetz, oder? So, jetzt lassen wir es trocknen und zeichnen so lange die Spinne. Gut, zuerst kommt der Körper dran. Ihr beginnt mit einem Zackenkreis und dann zeichnet ihr einfach 8 Beine dran. Jetzt bekommt unsere Spinne noch Augen und Zähne. So, jetzt schneiden wir unsere Spinnenteile aus. Aber seid vorsichtig, denn Scheren sind scharf. Klebt die Augen und Zähne auf eure Spinne. Ist doch klasse, oder? Eine große, haarige Spinne. Und jetzt wird sie aufgeklebt. So hier. Und so. Tara! Und schon habt ihr ein selbstgemachtes Spinnennetz mit einer Kribbel-Krabbel-Papierspinne. Ich bin sehr froh, dass sie nur aus Papier ist. Wenn ich hier nicht so festkleben würde, würde ich dir über den Bauch krabbeln. Ja, wer schnarcht denn da? Das sind die netten Figuren. Oh, sie schlafen. Das bringt mich auf eine Idee. Hiermit wecken wir sie auf. Aufwachen, es ist Zeit für ein Rätsel. Hey! Ich höre ja schon auf. Oh, ja! Und los! Ja! Ich bin eine Figur. Ich bin eine Figur.
ist ein Kreis. Ich bin ein Dreieck, ja. Ich bin ein Quadrat. Ich bin ein Rechteck. Ich bin ein Figur. Ich bin ein Rechteck. Das Rechteck hat etwas versteckt. Könnt ihr erraten, was es ist? Es ist eine Vogelscheuche. Gut gemacht, Rechteck. Aber jetzt heißt es für euch wieder zurück ins Regal. Also, ich mag diese lustigen Typen. Sie sind klasse. Hallo, hier ist Toki. Das Minutenspiel. Minutenspiel ist dran. Oh, Zeit für das Minutenspiel. Los, heute basteln wir was ganz Tolles, nämlich aus Abfall? Oh, das ist ein Bild, das nur aus Abfall gemacht ist und eigentlich richtig gut aussieht. Also, dafür braucht ihr durchsichtige Klebefolie, einige alte Bonbonpapiere und andere Verpackungsschnipsel. Ihr könnt zum Beispiel alte Chipstüten zerschneiden. Ihr könnt alle möglichen Schnipsel nehmen, die ihr so findet. Und Kinder, glaubt ihr, dass ich das schaffe? Und zwar in nur einer Minute? Nie, niemals! Ach ja? Finden wir es heraus. Ich werde sehr schnell sein müssen, aber keine Sorge, im Anschluss zeige ich euch nochmal alles ganz in Ruhe. Ich stoppe die Zeit! Los geht's! Als erstes müsst ihr das Papier von der Klebefolie abziehen. Und das ist leichter für euch, wenn ihr die Ecken mit Klebeband festklebt, wie ich. Jetzt fangen wir mit unserem Schnipselbild an. So, legt die Stücke der bunten Bonbonpapiere und die Chipstütenschnipsel einfach kreuz und quer auf die Klebefolie, so wie es euch am besten gefällt. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. So. Das ist doch Abfall! Nein, ist es nicht. Es sieht sogar richtig gut aus. Halbzeit! Schon Halbzeit! Hier noch eins. Ihr müsst so schnell machen, wie ihr könnt. Gut, das hier noch und dann nehmt es an den Ecken hoch und fertig. Nicht schlecht, oder? Glück gehabt! Dankeschön. Schnipselkunst, die echt super aussieht. Und jetzt versucht mal aus diesem Bild hier einen Blumenstrauß zu machen. Sehr hübsch, hm? Ihr könnt auch eure Malbücher damit bekleben. Schnipselkunst, die klasse aussieht. Versucht es doch auch mal. Und hier kommt die Wiederholung, damit ihr auch nichts vergesst. Wir spulen zurück zum Anfang und sehen uns das nochmal genau an. Zuerst zieht ihr das Papier von der Klebefolie ab. Es geht leichter, wenn ihr die Ecken vorher mit Klebeband festgeklebt habt. So wie ich hier. Dann klebt ihr buntes Bonbonpapier und eure anderen Abfallschnipsel einfach auf die Klebefolie. Dann macht ihr das Klebeband ab und euer Schnipselbild sieht richtig gut aus. Versuch das mal in einer Minute. Hallo, Mr. Maker. Wir zeigen dir was. Bitte sag uns, was ist denn das? Oh, keine Ahnung. Schauen wir es uns an. Ich bin dunkelblau. Ich bin hellblau. Ich bin schwarz. Ich bin braun. Ich bin gelb.
gemacht, Kinder. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt ist es Zeit für... Eingerahmt! 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 Und jetzt seht euch das mal an. Seht euch dieses großartige Großstadtbild an. Es geht ganz leicht, wenn ihr das Geheimnis kennt. Und es sieht so gut aus, dass ihr es bestimmt einrahmen möchtet. Ihr braucht zwei verschiedenfarbige Filzstifte, Klebeband und ein Blatt Papier. Und jetzt kommt das Geheimnis. Ihr nehmt ein Stück Klebeband und klebt die zwei Stifte einfach zusammen. Und seht mal, was man damit machen kann. Man kann zwei Striche auf einmal zeichnen. Um euer Großstadtbild zu zeichnen, müsst ihr bloß lauter gerade Linien von unten nach oben, von links nach rechts und von oben nach unten machen. Dann macht ihr lauter Zickzacklinien und Punkte dazu. Jetzt sieht euer Bild wie eine richtige Großstadt aus. Hohe Häuser und viele, viele Fenster. Was für eine tolle Idee! Ihr könnt auch einen Schmetterling ausprobieren. Er sieht aus, als ob er flattert, nicht wahr? Oder ein Radio. Sieht es nicht aus, als würde es laute Musik spielen? So kann man mit einfachen Sachen ein sehr interessantes Bild machen. Jetzt bleibt uns nur noch eins, das Einrahmen. Ich liebe es, Bilder aus allem Möglichen zu machen. Also, machen wir doch ein Bild aus Radiergummis. Wow! Es ist ein Känguru. Oh je. Ich glaube, ich habe mir einen Schnupfen geholt. Nein, es ist er weg. Taschentuch. Das bringt mich auf eine Idee. Ein frecher, flauschiger Vogel aus flatterndem Seidenpapier. Den machen wir. Wir brauchen ein paar Dinge aus den Bastelkisten. Einen Pappteller. Eine Küchenrolle. Einen großen Kürbis. Oh nein, der ist fürs Mittagessen. Pappe brauchen wir auch. Etwas von unserem Bastelkleber in einer Schüssel. Und Haufen weiße Seidenpapier. Für einen Seidenpapiervogel, so wie diesen hier. Ist der nicht süß? Zuerst müssen wir die Augen machen. Und dafür brauchen wir zwei Blätter Küchenrolle. Eins, zwei. Also, wir knüllen das Küchenpapier zu einem Ball zusammen und tunken ihn in den Kleber. Ganz schön glitschig. So, das reicht. Knüllt ihn zusammen und klebt ihn auf die eine Seite des Tellers. So etwa. So, jetzt ist das zweite dran. Knüllt es zu einem Ball, tunkt ihn in den Kleber und klebt ihn auf die andere Seite des Tellers. So etwa. Ja. Und Augen. Also dann machen wir uns an den Schnapp-Schnapp-Schnabel. Ich wische mir nur schnell die Hände ab. Ah, sonst kleben die Finger zusammen. Denn jetzt werden wir zeichnen. Und zwar auf unserer Pappe. Ich zeichne auf diese Pappe hier. Ihr könnt irgendeine nehmen. Dann zeichnet eine Raute darauf. Ich zeig's euch. So wie hier. Ja, und nun schneidet ihr sie aus. Aber seid vorsichtig, denn Scheren sind scharf.
einen Schnabel wie den hier, faltet ihr eure Raute in der Mitte. Genau so. Und dann klebt sie auf den Teller. So. Ich streiche schön viel Kleber auf die Rückseite und jetzt drücke ich richtig fest drauf, damit der Schnabel auch hält. Na bitte. Perfekt. Und jetzt reißen wir unser buntes Seidenpapier in lange, dünne Streifen. So, jetzt klebt ihr eure Seidenpapierstreifen überall auf den Teller. Und passt gut auf, dass sie über den Rand hinausragen. Einen hierhin, einen dahin. Aber passt auf, dass sie nicht seine Augen verdeckt. So, jetzt bekleben wir den Schnabel. Orange ist hier die Farbe. Und wenn der Schnabel von außen schön orange ist, kommt das Innenleben dran. Wie sieht ein Schnabel aus? Rot natürlich. Wenn ihr fertig seid, sieht das so aus. Super! Nun könnt ihr noch lauter bunte Streifen ringsherum auf den Rand kleben. Fertig! Fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Malen wir mit dem Filzstift drauf. Alles klar, lieber Vogel? Sag mal was! Er möchte, dass ich euch noch andere lustige Papierteller-Ideen zeige. Oh, ein Löwe! Ein Schneemonster. Sein Brüllen geht mir durch Mark und Bein. Aber wisst ihr was? Ich glaube, mein Niesen hat es verjagt. Mein Schnupfen ist weg. Achü! Hab ich geirrt. Oh. Die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Oh, das war's für heute. Meine Bastelzeit ist vorbei. Aber eure hat gerade erst begonnen. Auf Wiedersehen, Kinder. Ich räume noch auf und zaubere alles schnell wieder in die Kiste zurück.